Das ist die RTX 4080 Super, um genau zu sein, die Phoenix GS Edition von Gainward. Und was wiederum eine 4080 von der 4080 Super unterscheidet und was das wiederum beim ganz normalen Zocken bedeutet, genau das werde ich dir heute in diesem Video in den nächsten Minuten erläutern. Also bleib dran, lass uns loslegen, abonnieren und Glocke aktivieren, Daumen nach oben, wenn es gefällt und los geht's. Okay, pass auf. Die 4080 Super ist mit zusätzlichen Shadern ausgestattet im Vergleich zur normalen 4080 und etwas mehr GPU-Takt. Gleich geblieben ist die TDP und wer technisch im Game ist, der wird sich denken können, der Unterschied zur normalen 4080 wird auf jeden Fall schon super gering sein. Und dem ist auch so und deswegen gilt diese Grafikkarte in der Community bereits jetzt so kurz nach dem Launch als sogenannter warmer Aufguss. Immerhin ist dieser warme Aufguss im Vergleich zur normalen 4080 zurück zum Launch 2022 betrachtet günstiger. Und eben weil die technischen Unterschiede und die daraus sich ergebenden FPS-Unterschiede sehr gering sind, habe ich darauf verzichtet, mich jetzt stundenlang hinzusetzen, diverse Grafikkarten in diversen Auflösungen gegeneinander antreten zu lassen, um euch dann wiederum irgendwelche FPS-Balken an den Kopf zu hauen und habe stattdessen einfach mal meine Zeit genutzt, habe mir dieses gute Schätzchen geschnappt, in einem PC gebaut und einfach mal ganz normal gezockt. So wie es halt 90% der Anwender macht, weil die haben eben nicht das Privileg, unterschiedlichste Grafikkarten gegeneinander testen zu können. Nein, sie wollen ja im Grunde nur wissen, was kann ich damit zocken, mit welchen Einstellungen, bei welcher Auflösung. Und das geht eben auch ohne FPS-Balken. Die Phoenix GS bietet uns drei 100mm Lüfter und einen mächtigen Kühlkörper und punktet mit RGB-Beleuchtung. Ein 16-Pin aka 12V High-Power-Stromanschluss wird benötigt. Zwei 8-Pin PCI-Express-Anschlüsse mittels Adapter tun es auch. Nvidia ordnet diese Karte im UHD 4K-Bereich ein und ich denke, sie auch so zu nutzen, ist sinnvoll. Das heißt jetzt aber nicht, dass du diese Karte ausschließlich in dieser Auflösung nutzen kannst. Ganz im Gegenteil, du kannst sie beispielsweise auch in QHD nutzen, denn das hat bereits mit der 4070 Ti Super geklappt. Warum sollte es mit der 4080 Super anders sein? Nun aber zum Gaming-Test und zwar in UHD. Wir steigen ein. Call of Duty Warzone 2.0 mit dem Preset ausgewogen, ohne Upscaling, läuft mit durchschnittlichen 155 FPS sehr flüssig. Nochmal zur Erinnerung, UHD-Auflösung. Rainbow Six Siege mit dem Preset sehr hoch, ein älteres Spiel, was auch zugegebenermaßen auf Mikrowellen läuft, läuft hier mit 250 FPS, aber fehlendes Talent für Shooter kann die 4080 Super nicht ausgleichen. Assassin's Creed Mirage mit dem Preset extrem hoch ohne Upscaling sieht erstens wirklich gut aus und läuft mit 95 FPS mehr als flüssig. Starfield mit dem Preset Ultra mit DLSS-Qualität und Frame Generation, das macht im Schnitt 115 FPS. Hogwarts Legacy mit DLSS-Qualität, Preset Ultra und aktiven hohen Raytracing. Das ergibt 80 FPS im Durchschnitt. Alan Wake 2 mit DLSS-Qualität, Frame Generation und Full Raytracing. Erstens optisch super schön und zweitens mit 75 FPS in UHD auch noch sehr flüssig. Cyberpunk, Preset, Raytracing Override, DLSS Performance, Frame Generation und Full Raytracing. So, jetzt haben wir's. Läuft mit 80 FPS echt super. Ist ja auch eine 4080 super. Forza Horizon 5, Preset Extrem, DLSS Qualität und aktiven Frame Generation läuft mit fast 140 FPS ultra flüssig. Borderlands 3, ein Klassiker im Spieleparcours, läuft mit dem Preset hoch,
super flüssig mit 120 FPS. Und stell dir vor, auch Fortnite läuft mit dem Preset hoch und DLSS ausgeglichen mit 125 FPS. In Firestrike gibt es über 46.000 Punkte, was wirklich krass ist. Und das gilt auch für Timesplay mit über 25.000 Punkten. Ayo, hättest du gedacht, dass ein Core i5 13.600K vollkommen ausreichend ist für die 4080 Super? Denn immerhin war die Auslastung der Grafikkarte fast bei 100%, was gut ist. Und somit lässt sich ein CPU-Limit ausschließen. Das bedeutet aber auch, dass du jetzt nicht unbedingt auf eine ultra krass teure 500€ CPU angewiesen bist. Abseits dessen noch ein paar Worte zur Gainward Phoenix GS Grafikkarte. Dass die RTX 4000 Grafikkarten nicht sonderlich warm wären, das ist ja bekannt. Mach mal einen Haken dahinter, das brauchen wir nicht weiter erörtern. Was ich allerdings dann doch ein bisschen komisch finde, ist die Lüftersteuerung und dessen Feingefühl, oder lass es mich so sagen, das Feingefühl ist nicht vorhanden. Das ist ein bisschen schade. Ab einer Temperatur von 62 Grad laufen alle drei Lüfter an. Das ist soweit fein. Allerdings nicht so, wie man das Ganze irgendwie denkt, mit einer schönen Lüfterkurve, sondern von 0 auf 1200 Umdrehungen pro Minute. Und das ist natürlich hörbar. Und dann muss man auch sagen, die Temperaturen verlangen ja nicht mal im Ansatz eine solch hohe Lüftergeschwindigkeit. 10 Spiele mit der RTX 4080 Super. Und ich muss dir ganz klar sagen, das ist ein super geiles Gefühl, aktuelle Spiele oder auch Klassiker in UHD mit teilweise maximalen Einstellungen und Raytracing einfach ohne Probleme und flüssig zocken zu können. Und genau darum geht es doch. Oder ich meine, ja gut, wir können uns auch wieder irgendwelche Diagramme anschauen, das Ganze stundenlang studieren und am Ende des Tages sagen, der oder der ist besser. Aber eigentlich geht es ja nur darum, aus der Realität für eine bestimmte Zeit zu entfliehen und in der virtuellen Realität einfach Spaß zu haben. Und das funktioniert mit dieser Grafikkarte auf jeden Fall. Der Blick über den Tellerrand hinaus im Falle der Gainward Phoenix GS-Version hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn damit haben wir auf diesem Kanal mal so ein bisschen Abwechslung gegenüber den sonst üblichen Grafikkarten-Launch, nenne ich einfach mal. Denn es gibt jetzt nicht nur diesen einen Hersteller auf dem Grafikkartenmarkt, sondern viele und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Der Vergleich zur normalen 4080 hat sich technisch gesehen von Anfang an nicht gelohnt. Deswegen gibt es natürlich auch von mir Props an alle da draußen, die den klassischen Grafikkarten-Review-Weg gegangen sind, aber dadurch, dass die technischen Unterschiede so gering sind und letztendlich auch die normale 4080 durch den Launch der Super-Version jetzt wiederum Geschichte ist, also das, was es jetzt noch auf dem Markt gibt, wird abverkauft und dann gibt es diese Grafikkarte nicht mehr, dann gibt es nur noch die 4080. Das muss man einfach auch betrachten und deswegen bin ich eben nicht diesen klassischen Weg des GPU-Reviews gegangen, sondern ich habe mich einfach hingesetzt und habe damit gezockt. So wie es halt eben auch der klassische Gamer macht, er kauft sich eine Grafikkarte und hat Spaß. An der Stelle vielen Dank für die Bereitstellung an Gainward für diese Grafikkarte zum Testen und natürlich interessiert mich auch deine Meinung. Was sagst du zur 4080 Super? Ist aus deiner Sicht alles super? Und was sagst du in diesem Fall zur Phoenix GS Version? Hau's mal in die Kommentare. Vielen Dank für deine Zeit. Lass mir gerne auch nochmal einen Däumchen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Abonnieren ist kostenlos und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis neulich und ganz genau. Ciao.